Also ich stehe hier gerade zwischen dem Panorama Trail und dem Monty Trail. Da wird hier dieser Track gebaut. Hallo Natural County Zuschauer zu unserem zweiten Tag in Salba-Hinterglemm. Wir sind gerade unterwegs mit der Kohlmeistbahn ganz hoch zum Start auf dem Panorama Trail. Nachher geht's rüber zum Monty Trail, hieß ehemals Milka Line. Und zwischen dem Panorama Trail und dem Monty Trail wird ein neuer Zubringer bzw. wird der Trail weiter verlängert vom Panorama Trail. Und das schauen wir uns mal an, wie da gerade gebaut wird. Ansonsten in dem Video werden wir einfach einen schönen Biketag mit euch zusammen erleben und wir werden euch dabei mitnehmen. Und bevor es losgeht, wollte ich euch mal die Joker Card vorstellen. Das ist eine, kann man sehen, wie so ein Lift-Ticket. Damit könnt ihr alle Gondeln hier in Salba-Hinterglemm fahren und habt auch eine Fahrt frei in Leogang. Das heißt, wenn ihr rüberfahrt über den Wurzeltrail, da in Leogang einen Track runterfahrt, könnt ihr auch damit wieder einmal hochfahren. Und diese Joker-Card könnt ihr aber nicht kaufen, sondern ihr müsst ein Partnerhotel hier von Salba-Hinterglemm buchen. Und da ist die Joker-Card inbegriffen. Da einfach auf salbach.com oder im Internet informieren, welche Hotels hier die Joker-Card anbieten. So, es geht los auf dem Panorama Trail. Hier der Start ist umgebaut, die ganze Bahn ist umgebaut. Deswegen ist hier der Einstieg auch ein bisschen anders, als ich es zumindest kenne. Mal gucken, ab wo mir es bekannt sein wird. Vielleicht hier? Ja. Okay. Glaube ich. Nee, das ist alles neu. So, normalerweise müsste man jetzt hier den Schotterweg runterfahren, bis man unten am Monty Trail wieder einsteigen kann, ehemals Milka Line. Und da wird jetzt aber der Trail weitergebaut, sodass man ab hier auch wieder einen Einstieg hat und komplett runter bis zum Monty Trail fahren kann. So, hier ist die Asteralm, da kann man auch nochmal einkehren, bevor man auf den Monty Trail fährt. Man kann auch natürlich direkt mit der Kohlmeistbahn hier an der Mittelstation anhalten und auf dem Monty Trail drauf fahren. Muss nicht oben bis hin zum Panorama Trail fahren, aber ich denke, das wird schon interessant, wenn hier der Trail bis hier unten komplett durchführt. Und da sieht man es schon. Also ich stehe hier gerade zwischen dem Panorama Trail und dem Monty Trail. Da wird hier dieser Track gebaut. Ich weiß jetzt nicht, ob dieser Abschnitt dann auch Panorama Trail heißen wird oder ob es dann zum Monty Trail dazugehört oder ob es ein ganz neuer Trail sein wird. Auf jeden Fall habt ihr hier schon mal einen Einblick. Man darf hier absolut nicht Fahrrad fahren, deswegen bin ich hier gerade zu Fuß hochgeklettert. Natürlich, die Trailbilder fahren hier die Abschnitte Probe, aber sonst ist absolut gesperrt. Also hier, das ist eine Drainage, damit das Wasser sich da nicht sammelt. Ziemlich genial gebaut, also sehr, sehr professionell hier. Da der Ablauf. Und das Problem halt bei Wasser ist halt hier die Alpen. Ne? Und wenn da oben Schnee liegt und es taut, kommt das Wasser hier runter. Und wenn man da keine Drainagen baut oder halt den Trail nicht mehr wieder pflegt, das ist sehr, sehr viel Arbeit, solche ewig langen Trails instand zu halten, gehen die immer mehr und mehr kaputt. Und hier kommen wir schon ein bisschen nach draußen. Da unten ist auch gleich der Einstieg zum Monty Trail. Und hier seht ihr zwei cool gebaute Anlieger. Also hier auch ein paar mehr Holzelemente.
Dann geht es hier sogar auf einem Wallride drauf und ziemlich eng. Sehr, sehr schön gebaut. Ich habe jetzt von oben mal reingeschaut am Ende vom Panorama Trail. Da habe ich den Einstieg jetzt noch nicht gefunden, deswegen weiß ich absolut nicht, wo man da einsteigen wird. Aber sieht sehr, sehr spannend aus. Ich habe jetzt leider keine Infos, wann das hier fertiggestellt wird. Yeah. Also seitdem ich selbst so ein Holzhaus habe, sehe ich solche Almhütten mit ganz anderen Augen. Umso älter es aussieht, umso geiler ist es. Schaut mal, wie genial das aussieht hier. So, jetzt geht's auf den Jump and Slide Park hier mit Luftkissen und Trampolin. Und in diese Luftkissen kann man mit dieser Riesenrutsche mit so einem Schlauchboot reinjumpen und wünsche euch viel Spaß dann beim Dabeisein. Los geht's. So, die Mädels starten am kleinen Sprungturm. Dann auf! Ich muss hier den Nasen tun. Do it, Jana! Alter, schlägt ganz schön ein! Alter, du wirst ja gar nicht auf zu fliegen! Alter! Ich dreh dich auf die Beine! Wow! Alter, die Kamera hat so runtergeklappt. Ganz hoch ist zu, nur unter Aufsicht. Wow! So, Hanna-Eimer. Nein. Auf jetzt. Nein. Mach. Alter. Warum? Warum? Alter! Ja.
Ich bin gerade viel zu aufgedreht dafür. Jawohl, jawohl. Warte. Also Leute, checkt einfach mal die Seite saalbach.com aus. Da sind alle Attraktionen hier verlinkt und genau beschrieben. Und hier das unbedingt besuchen. Also gerade hier diese Rutsche. Das war mega, mega geil. Und ich hoffe, das Video euch gefallen. Schaltet zum nächsten Saalbach-Video wieder ein. Haut rein. Ciao, ciao.